Wie viel Gramm muss dann immer ein? 1050. Weil ja, das ist immer ein bisschen Backverlust, dass es dann der Kunde auch noch ein Kilo Stollen bekommt. Das wird dann wieder ausgeglichen, ne? Ja. Ja, durch die. Was soll der noch aufkommen? So, das Rezept habe ich mir alleine selber erarbeitet in meiner Ausbildung. Hat mir niemand gezeigt, wie ich Stollen backen muss. Aha. Das war eine gar nicht so einfache Aufgabe, da einen vernünftigen Stollen rauszukriegen letztendlich. Ist das. Man lernt zwar in der Ausbildung so einige Sachen, aber das Stollenbacken direkt habe ich nicht gelernt. Ich habe gelernt in einer Großbäckerei, da war der Teig vorbereitet in riesen Bottichen und wir haben als Azubis den nur aufarbeiten dürfen. Von der Herstellung haben wir nichts gesehen. Ja, das sind Kompetenzen, die Sie sich in dem Laufe der Jahre auch erarbeitet haben, ne? Genau. Und wo überall wird dieser Stollen dann verkauft von der Bäckerei Köhler? Im Café Ummanns, auf Ummanns in der Fahrscheune und ansonsten hier bei mir.